Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um das Probereiten-Video von Salinera und genau, ich zeige euch einfach so ein paar Ausschnitte, wie es beim Probereiten so lief und hier geht es auch schon direkt im Schritt los. Das war die erste Runde, wo ich überhaupt drauf saß. Das war so ein bisschen vorsichtiges Antasten, nochmal schauen, wie sie sich bewegt, wie sie läuft, wie sie so vom Typ her ist, ob sie aufgeregt ist oder irritiert. Sie war tatsächlich so ein bisschen verwundert, warum ich da jetzt oben drauf sitze, aber sie war brav und hier geht es dann auch schon direkt im Trab weiter. Am etwas längeren Zügel, einfach nur zum Kennenlernen und gucken, ja, wie sie sich so bewegt, wie ich sie sitzen kann und ja, erstmal ganze Bahn, einfach ja, zum Fummeln, zum Reinkommen. Genau, hier kommt sie mir zwischendurch immer noch so ein bisschen eng, weil ich da noch nicht genug nachgetrieben habe. Außerdem saß die Vorbesitzerin da auch schon drauf und ich könnte mir vorstellen, dass sie da einfach auch so ein bisschen müde schon war, aber das macht ja nichts. Locker war sie auf jeden Fall. Genau, da traben wir einfach noch ein bisschen lang. Sie taucht leider immer wieder ein bisschen ab, das ist aber gar nicht schlimm. Hier dann auch nochmal ein Ausschnitt aus dem Trab auf der linken Hand. Hier reite ich, glaube ich, gleich einen Handwechsel. Ja, da sieht man, dass sie sich schön gerade richten lässt und dann auch ordentlich nach rechts umstellen lässt. Das fand ich sehr schön, das hat mir beim Probereiten schon gut gefallen. Die rechte Hand fand ich beim Probereiten tatsächlich besser. Schlechter, besser, ich erinnere mich gerade. Und im Galopp war ich dann tatsächlich ein bisschen verwundert, weil ich habe was ganz anderes erwartet, als es dann gekommen ist, sage ich mal. Aber es war auch bequem und es war auf jeden Fall schneller, weil sie größere Sprünge macht als bei Robinho oder bei Kalle. Da musste ich mich erst ein bisschen reinfummeln und gucken und abwarten und habe aber auch gar nicht so viel von ihr verlangt, einfach nur locker auf dem Zirkel. Genau, so, da geht es dann immer noch weiter im Galopp. Und was ich total cool fand, war, dass sie auch die offene Tür da hinten nicht gestört hat. Ich bin überall lang geritten und ja, hier der Übergang zum Trab war mehr schlecht als recht. Aber gut, ich musste erstmal schauen, wie reagiert sie. Und ich hatte irgendwie nicht damit gerechnet, dass sie so fix reagiert. Hier dann der Linksgalopp. Da ist sie deutlich verhaltener. Da möchte sie auch gerne am liebsten anhalten an der Tür. Da habe ich sie dann ein bisschen vorwärts geschickt. Sie drückt da viel über die rechte Schulter weg. Das war nicht ganz einfach für mich. Und da sieht man auch wieder, dass sie gerne auf der Stelle galoppieren möchte. Da wird es dann noch ein bisschen schlimmer, da wird sie auch ein bisschen schief. Aber das kriegen wir auch noch gut raus. Und ja, der Übergang hier war auch so ein bisschen auseinandergefallen. Aber naja, da kam dann der Hund auch mitten rein in die Halle. Nicht mitten rein, aber der kam einfach zur Tür rein. Da war sie auch brav. Hier dann auf der linken Hand im Trab im Aussitzen, auf dem zweiten Hufschlag. Einfach um meinen äußeren Schenkel noch so ein bisschen deutlicher zu machen. Hat sie auch brav mitgemacht. Sie ließ sich super sitzen. Ich fand sie sehr bequem von Anfang an. Ich habe die Zügel dann auch schon mal verkürzt. Hier wollte ich die Trabtritte mal so ein klein bisschen verlängern. Das hat auch ganz gut geklappt. Einfangen, da hätte ich tatsächlich weniger machen müssen. Also ich brauche von allem noch viel weniger, als ich es gebraucht habe, als ich Robinho geritten bin. Und ich denke, das ist aber ganz normal, wenn man sich da die ersten zwei, drei Mal so ein bisschen, ja, fehlkommuniziert, sage ich mal. Also wenn ich sie dann so ein bisschen deutlicher darauf hinweise, was ich eigentlich von ihr möchte und sie aber sagt, ey, ich brauche gar nicht so deutliche Kommandos. Das Angaloppieren links war ganz schön. Hier jetzt auch schon deutlich mehr vorwärts als beim ersten Galopp. Genau, da hatte ich mich dann auch so ein bisschen auf die Galoppsprünge schon eingestellt. Wusste, was so kommt. Meine Hände könnten wieder ein bisschen mehr nach vorne, aber ich bin natürlich auch einfach Ewigkeiten nicht geritten zu dem Zeitpunkt und ja, an meinem Sitz werde ich jetzt wieder konsequent arbeiten müssen. Züge kürzer, Hände vor. Das sehe ich selber. Hier dann nochmal einen Zirkel im Galopp auf der linken Hand hinten. Ja, ließ sich auf jeden Fall schön rein. Hier dann mal eine Schrittperiode vom Übergang von der linken auf die rechte Hand und dann bin ich angetrabt, ab ausgesessen. Und ja, rechtsrum hat sie mir beim Aussitzen fast noch besser gefallen. Sie war wirklich sehr bequem, sehr angenehm zu reiten. Hier aber auch wieder meine Hände viel zu verdeckt und so ein bisschen runtergedrückt. Ich hatte, bei Robinho hatte ich die Hände teilweise ein Stück zu hoch. Deswegen drücke ich sie hier jetzt ein bisschen runter. Aber das sind eben so Feintuning-Sachen. Das kommt mit der Zeit, da bin ich ganz guter Dinge. So, hier immer noch rechte Hand im Trab hinten rum. Hier wechsle ich nochmal die Hand auf die linke Hand. Der Handwechsel war ganz schön, sie hat sich gut umstellen lassen. Was meine Hände da machen, ist eine sehr gute Frage. Ja, aber sie war brav, das ist die Hauptsache. Hier gehe ich dann nochmal in den Schritt über. Der Übergang war ganz okay. Und hier zum Schluss dann noch einmal leicht traben und Zügel aus der Hand kauen lassen. Da wollte ich einfach gucken, streckt sie sich nach vorne, macht sie sich frei. Und ja, die Zehen gefallen mir auch sehr, sehr gut. Ich fand das schön, dass sie sich gestreckt hat. Sie könnte die Nase noch so ein bisschen mehr vorgeben.
Daran üben wir jetzt gerade und das trainieren wir gerade. Aber fürs erste Mal war das alles schon sehr, sehr fein. Und ja, ich habe mich sofort in sie verliebt und deswegen ist sie ja nun schlussendlich auch bei mir eingezogen. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ciao!